schon, du verdammter Stalker! Du willst da! Oh, hätte ich das geahnt. Carlos, hörst du mich? Carlos! Verdammt. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. War das? Erhöhte Kanalsicherheit, das ist wichtig, Chris, hör zu. Ja, die Entsperrung der elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku. Das ist billiger Quatsch, aber... Man braucht hier einen speziellen Akku. Regt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Nein. Gehst du dann runter. Scheint zu sein. Muss ich runter? Und das ist so Umgebung zu ruckeln. Immer wenn ich den Bereich wechsle, fängt das immer ganz leicht an zu ruckeln. Ich glaube, das ist so Nachladung. Sicher bin ich mir nicht. Wird auch sein, dass das Spiel einfach noch nicht so ganz optimiert ist für jeden Rechner. Man kennt's. Ja, lecker. Wer bist du? Ein laufender Fisch. Thaddeus? Nee, ich glaube, der ist das nicht. Was zum Teufel war das? Einfach nur ein großer, aufgeblähter Fisch, der laufen kann. Anscheinend neu modern. Ich kenne das nicht. Ich kenne da nichts von. Hier ist wieder ein Speicherraum. Noch ein Speicherraum.
Sprengstoff B. Was kann ich mit Sprengstoff machen? Brandgranaten oder Säuregranaten bei 2. Also Brand. Ich habe einen Granatwerfer. Ja? Also ich wollte es nur mal sagen. Mit zwei töftigen Brandgranaten. Wäre jetzt noch geil, wenn ich irgendwo noch ein grünes Kraut finden würde, aber... Möchte ich nicht auch kombinieren? Schade. Und jetzt haben wir aber keine Brandgranaten mehr. Hier ist auch nichts mehr, was ich wissen habe. Ich nehme alles zurück, überhaupt. Plätze für. Ich glaube, den Dietrich packe ich einfach mal. Ist doch wahr. Ah, das sind Brandgranaten. Wie viel passen hier rein? Kiste. Da brauche ich zwei für.
Das ist fies, da konnte ich nicht sehen, dass ich das irgendwas kommt. Bin ich jetzt wieder verkehrt, ne? Ne, hier. Das waren zwei Türen, die ich nicht rein kann. Ah, okay, jetzt muss ich hier den Akku so wiederholen. Verstehe. Bin ich ein bisschen bekloppt. Warum kann man den Akku nicht einmal zum Entriegeln nehmen, Tür aufstoßen, nimmst den Akku dann wieder raus? Carlos, kannst du mich jetzt hören? Jill, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Das war so klar. Jetzt hat er einen Flammenwerfer. Yay, er hat einen Flammenwerfer. Das sind grün und grün sind Explosivgranaten. Auch nicht schlecht. Ganz schön Einbahnstraße, ne? Was denn? Ganz schön Einbahnstraße, sag ich. Ja, aber wie doll? Ja, bis geht nicht mehr, ne? Da muss ich vor allen Dingen, muss man sich klar werden,
Der chinesische Verkehrsminister, Herr Umleitung. Der ist hat damit ja beteiligt? Der hat ja ganz, ganz kräftige Aktien. Ja, ja, ne? Ich weiß, ja. Der ist ja auch grundsätzlich dafür verantwortlich, ne? Ja, vor allem Sperrgebiet. Ja, das auch. Ich muss hier raus. Schnell! Er fackelt doch unten alles ab. Vor allem 32, 16, 8. Das auch, ja. Konjunktur herrscht die ganze Nacht. Manchmal. Ich kann dir aber nicht ganz folgen, weil ich sitze. Entschuldigung. Ja, der ist gut. Der ist auch gut. Weißt du, er hat einen Flammenwerfer. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Und dann kommt er. Hier brennt gerade ein Stahlbaugerüst. Du willst denn das erzählen? Definitiv actionreicher als das Original. Gefällt mir. Bisschen. Hier kann ich nochmal speichern, das auch. Abriss von. Irgendwas von Generatoren und Dach. Ja, das sieht so ein bisschen nach Showdown-Kampf aus. Toll, jetzt kann ich hier nicht mehr lang. Das ist natürlich ungünstig, ne? Das ist sehr ungünstig. Vor allen Dingen ist das auch unter der Prämisse, dass ich da nicht lang kann und ich brenne und um Gottes Willen. Oh. Hier weicht aus! Das heißt, you are on fire. Das auch, ja. Scheiße, der weicht echt aus, der Arsch. Ah, jetzt hat er mich. Ich glaube, ich bin tot. Oder? Ja. Uff. Tata, man muss ja ganz schön kräftig einen verpulen, die Typen. Schießpunkt. Wir müssen jetzt mal anfangen. Okay, Explosivgranaten habe ich drinne. Okay, los geht's.
kann ich seinen Tank treffen. Ja, natürlich hat er mich direkt im Feuer eingesperrt. Wieso weicht er da aus, ey? Der weicht dem Scheiß aus! Wie weit bist du? Hast du schon wieder durchgespielt, das Spiel? Ja, unbedingt. Auf jeden Fall habe ich ihn schon mal als ersten Boss besiegt. Er wird aber noch bestimmt noch ein paar Mal wiederkommen. Ich glaube, von durchgespielt bin ich nur weit entfernt. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich wusste... Warte, Story, Moment. Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Bitte, was denn? Bei einem Verkehrsunfall ziehen die Feuerwehrleute die Ventile von den Reifen, damit das Auto sich nicht mehr wegbewegen kann. Das ist wahrscheinlich ein Grund, aber ich vermute mal auch, dass sie nicht durch die Hitze platzen und so. Ne? Nee, keine Hitze. Also in diesem Fall jetzt. Deshalb war ich gerade nur verwundert. Aber mit eingeklemmter Person, also mit Hydraulik. Das kann natürlich sein. Halt! Mist, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut. Corona.
Sorry für den Schrecken eben. Wusste was, ja Cora? Nicht, was mich erwartet. Nicht, Cholera. Was? Cholera. Ist ja gleich besser. U-Bahn. Was? Du hast Corona? Nein, Cholera. Ach so. Ach so, geht ja. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Dann. Wir brauchen jemanden wie dich. Nochmal einen Schluck auf R. Nee, nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Mhm. Deiner Tochter und so.